Der Prozess fand ja eigentlich ziemlich schnell schon statt. Also in der Vorbereitungsphase hat man die beste Möglichkeit, sage ich mal, die neuen Spieler zu integrieren. Das hat meiner Ansicht nach sehr gut funktioniert. Also die Mannschaft hat wieder die neuen Spieler mit offenem Arm empfangen. Die neuen Spieler haben das natürlich dankend angenommen, haben auch ihre Hand gereicht. Und ich denke, bis zum jetzigen Zeitpunkt kann man damit absolut einverstanden sein, aber ich denke, es ist noch nicht abgeschlossen. Zuerst war natürlich die Niederlage gegen Zwickau war schon für die Mannschaft eine Enttäuschung. Man hat es gespürt, also man hat sich sehr viel vorgenommen. Man wollte ausgerechnet auch in Ostderby, Ostklassiker, nicht als Verlierer vom Platz gehen. Da waren wir auch bis in den Haarspitzen motiviert. Wir haben uns eigentlich auch auf das Spiel wunderbar vorbereitet, also wie wir es eigentlich immer machen. Und da war auch nur das Zwickau-Spiel im Kopf. Man hat jetzt nicht schon an Osnabrück oder sonst irgendwie was gedacht. Ja, leider hat irgendwie an dem Tag so die letzte Konsequenz gefehlt, dass man gerade bei den Standardsituationen, wo Zwickau ihre Stärken hat, natürlich waren die ein Stück bissiger, giftiger, wollten es vielleicht am Ende doch ein Stück mehr als wir und es lag bestimmt nicht an der Einstellung, aber an dem Tag, glaube ich, war vielleicht Zwickau doch den einen Schritt konsequenter und entscheidender als wir. Also man kann die Charaktere auf gar keinen Fall miteinander vergleichen. Also jeder Spieler, der hier bei einem Club aktiv war, seitdem ich es hier bin, seit 2012, hat irgendwo seine Duftmarke hinterlassen. Jeder Einzelne war dafür zuständig, dass der Verein auch den Weg irgendwo beginnen konnte. Mit dem ganzen Umfeld drumherum und was auch noch dazu gehört. Aber rein von der Sicht aus der Mannschaftssicht muss man sagen, halt, es waren sehr, sehr gute Charaktere dabei, ob es Niklas Brandt war, Steffen Puttkamer. Ohne jetzt irgendwie einen Namen vergessen zu wollen, waren das alles Leute, die natürlich ein Bestandteil des Ganzen waren. Und da wird jetzt auch keinen Sinn machen, irgendwelche Vergleiche zu ziehen mit den neuen Spielern, weil die haben das Maximale für sich rausgeholt, für den Verein. Und da sollte man auch dankend zurückschauen und den auch mit Ehren, sag ich mal, irgendwo in Erinnerung behalten. Und die neuen Spieler, die hierher gekommen sind, haben nichts anderes vor, als genau den gleichen Weg einzuschlagen und in die Fußstapfen zu treten und auch versuchen, den nächsten Entwicklungsprozess gemeinsam mit der Mannschaft voranzuschreiten. Und da sind super Charaktere dabei, also verschiedene Persönlichkeiten, ruhige Leute, extrovertierte Leute sind dabei. Und ich denke, die Mischung macht es halt am Ende des Tages auch. Und wir versuchen halt alle im Sinne des Vereins zu denken und hier in der Zeit, die uns bleibt, das Maximale zu bewegen. Also beide Seiten sind für mich verdammt wichtig. Außerhalb des Platzes möchte ich natürlich auch als Vorbild agieren, dass die Leute auch auf mich irgendwie aufschauen, dass die sehen, okay, er zieht nicht um die Häuser. Wenn er mal sich ein Bierchen vielleicht gönnen möchte, dann sieht man ihn vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, weil das braucht vielleicht kein Mensch, das brauchen wir auch nicht in der Situation. Das Wichtigste ist aber den Leuten auch irgendwo zu verstehen zu geben, dass die Magdeburger Mentalität etwas ganz Besonderes ist, dass die auch sehr sensibel ist, dass man das Vertrauen der Leute gewinnen muss und vor allem, dass für die der Sport und vor allem auch der Fußball etwas ganz, ganz Besonderes in deren Leben ist. Das ist ein Lebenselixier, woran die sich halten. Damit wird die ganze Woche bestimmt und das dürfen die Jungs nicht vergessen. Und da geht man mit sehr, sehr viel ja, Vorbild voran und muss halt zeigen, hört mal zu, ich bin jetzt hier in der Stadt als Fußballer aktiv und dementsprechend möchte ich mich auch benehmen. Ich möchte, dass meine Leistung abrufen, für die der Verein mich hierher transferiert hat. Und neben dem Platz könnt ihr auch auf mich schauen, dass ich auch dort für junge Leute oder auch für ältere Leute als Vorbild vorangehe, wo die sagen, hört mal zu, guck mal, er ist ein Profi, er ist aber nicht abgehoben, er ist immer noch Mensch geblieben, er kann grüßen, er kann Hallo sagen, er kann Tschüss sagen, mit denen kann man sich unterhalten über positive Dinge oder negative Dinge, dass man nicht nur die Schulterklopfer irgendwie wahrnimmt, sondern auch vielleicht die kritischen Worte der Fans, weil das macht es ja aus, was den Erfolg am Ende des Tages unterstreicht. Und wir haben es eigentlich geschafft, da eine gute Balance zu finden, dass wir schon fannah sind und versuchen, die Euphorie oder den Moment, der momentan hier herrscht, auch aufrechtzuhalten. Und das ist ein Prozess, da brauchst du jeden Magdeburger für und genauso gut brauchst du auch die Spieler für die Situation.
Also im Endeffekt ist es nicht aus der Not herausgeboren, sondern das war irgendwie so ein innerer Anreiz, weil ich halt als aktiver Leistungssportler seit gut 14 Jahren unterwegs bin und auch einige Leute kennengelernt habe, Mitspieler, Gegenspieler, Funktionäre oder mich selber auch, dass es halt nicht immer der Fall ist, dass man als Leistungssportler zu einem Verein wechselt, dort den Vertrag unterschreibt und alles ist gut, die Saison kann beginnen. Sondern da hängt viel mehr dran. Manchmal geht das von heute auf morgen, dass ein Spieler auf einmal kurz vorm Transferschluss irgendwo verpflichtet wurde. Dann muss der schnell seine Haustür irgendwo abschließen, muss dann hierher düsen, muss bei der Trainingseinheit wieder vor Ort sein. Und ja, was bleibt dann, was passiert dann mit der Wohnung? Also die Wohnung muss ja dann irgendwann mal geräumt werden, der Umzug muss stattfinden. Dann ist es vielleicht noch eine Familie, die hinten dran hängt. Die Familie muss ja dann, wird in den meisten Fällen kommt sie ja dann mit, begleitet den Sportler. Muss ja dann natürlich geschaut werden, kann man Kita-Plätze besorgen, falls Kinder vorhanden sind, wird für die Frau vielleicht irgendwie ein Job gesucht. Allgemein wollen wir eigentlich mit dem Netzwerk versuchen, mit Hilfe unserer Wirtschaftspartner, die uns zahlreich auch unterstützen, dass wir den Sportlern, die hierher kommen, eine helfende Hand geben, sie aufnehmen, dass sie so schnell wie möglich sich in den Sportverein integrieren, ihre maximale Leistung abrufen, dass er erfolgreich ist. Oder die Sportlerin, dann profitiert der Verein davon und am Ende die ganze Region, weil das hat man sehr gut gesehen mit unserem Aufstieg, mit dem DRB-Pokalsieg der Handballer, dass es wunderbar funktioniert, dass man miteinander, auch die Sportler untereinander, die vernetzen sich ja, dass das sehr gut funktioniert, dass man sich gegenseitig motiviert und miteinander kommuniziert und gemeinsam halt für die Stadt irgendwo einsteht. Ja, es ist schon eine lange Zeit. Also ist auch nicht üblich als Spieler, dass man so lange beim Verein aktiv sein darf. Also ich genieße jede Sekunde hier. Ja, nichtsdestotrotz, 170 Spiele sind natürlich toll, machen einen unwahrscheinlich stolz. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wer 170 geschafft hat, möchte auch vielleicht die Jubiläumsmarke von 200 schaffen. Und das ist für mich persönlich ein Ziel, was ich mir setze. Ob es klappt oder nicht, weil meine Zeit ist auch endlich. Irgendwann ist es vielleicht vorbei. Aber dennoch, solange ich unter Vertrag bin und aktiv noch mitwirken darf, werde ich alles dran versuchen, um so eine Leistung dem Trainer anzubieten, dass er an mich nicht vorbeikommt, dass er sagt, okay, auf den kann ich mich immer noch verlassen, obwohl er vielleicht schon 34 ist. Er geht voran, er bringt die Leistung, die der Mannschaft weiterhilft. Und das ist mein Ziel, mein persönliches Ziel. Und als geschlossenes mannschaftliches Vereinsziel ist für mich natürlich, den Weg weiter fortzuführen. Also wir haben etwas bewegt, aber wir bleiben nicht stehen. Wir wollen weiter noch das Maximale rausholen. Im Fußball ist man halt immer gewillt, nach den Maximalen zu streben. Und das machen wir auch, ohne jetzt großartig ja, irgendwie in Arroganz zu verfallen oder sich Ziele zu stecken, die unmöglich sind. Aber ich denke, wenn man die letzten Jahre die Entwicklung sieht, dann bin ich mir sicher, dass hier noch einiges drin ist. Und wenn wir alle bescheiden und Demut beweisen und einfach da weitermachen und uns auch kritisieren lassen, aber daraus das Positive rausziehen, da bin ich mir sicher, dass ich mit der Mannschaft, mit dem Verein noch ein Ziel erreichen kann, was ich persönlich noch nie erreicht habe und wo der Verein vielleicht auch irgendwann mal hingehört. Ja, also es fällt gar nicht schwer, bei dem Trainer zu sprechen, weil er ist in meinen Augen ein Glücksfall auch für den Verein. In der Form, dass er als Mitarbeiter eines Unternehmens ununterbrochen da ist. Also er beschäftigt sich hauptsächlich wirklich nur mit Fußball, mit uns als Mannschaft. Wie können wir uns entwickeln? Wie können wir uns auf das nächste Training oder auf das nächste Spiel vorbereiten? Wo kann man noch Ansätze finden, um einen Feinschliff herbeizuführen? Also ich habe selten so einen akribischen und zielstrebigen Menschen gesehen, der einfach nur arbeiten möchte, um erfolgreich zu sein. Um Leute zu entwickeln, um den Verein zu entwickeln. Und das imponiert irgendwo, dass man sich so fokussieren kann und alles andere auch unterordnet und zur Seite schiebt, um das Wesentliche, worum es auch geht am Ende des Tages, wofür wir auch hier sind, um den sportlichen Erfolg herbeizuführen, alles unterzuordnen. Und das bricht ja bei uns ein, das leben wir am Ende auch irgendwo auf dem Platz aus. Und es ist ein langer Prozess gewesen, was auch nicht am Anfang alles wunderbar, wo am Anfang nicht alles wunderbar geklappt hat. Aber man hat gesehen, wenn man der Sache vertraut und man jemanden hat, der auch Ahnung, fachliche Ahnung von dem hat, was er tut, dann kann man wirklich erfolgreich sein. Und ich freue mich über jeden Erfolg,
den wir gemeinsam verbringen oder verbuchen können, weil wir alle davon profitieren. Ja, es gab wirklich mehr positive Sachen, die ich erleben durfte. Der schwierigste Moment war für mich vielleicht, wo ich hierher kam. Ich habe am Anfang gespielt, dann war ich Auswechselspieler und dann habe ich gar keine Rolle mehr gespielt. Und da war natürlich mit 29, wo du zum großen Verein gekommen bist, viele kannten mich bestimmt nicht, also ich war nicht bestimmt bei vielen auf dem Zettel. Und dass du dann irgendwie vielleicht du hast nur einen Jahresvertrag, da denkst du vielleicht, okay, konntest du vielleicht nicht zeigen, was du drauf hast. Manchmal passt es halt irgendwie nicht und bist du vielleicht schneller weg, als du denkst. Aber das war für mich Motivation pur, um zu zeigen, ne, so willst du dich hier nicht verabschieden oder von deiner sportlichen Laufbahn auch nicht. Und habe alles versucht, um mich maximal auf die Wintervorbereitung vorzubereiten, um da irgendwie eine Duftmarke zu hinterlassen, dass der Trainer und der Verein sieht, der Junge kann doch was. So verkehrt ist er doch nicht, den wir da verpflichtet haben. Und da hat natürlich sehr gut funktioniert im Trainingslager in der Türkei. Es haben sich auch zu meinem Glück ein paar Spieler verletzt. Ist halt irgendwo dann die Chance für einen anderen Spieler, der hinten dran ist. Und ich habe auf eine Position gespielt, wofür ich eigentlich nicht geholt wurde. Da wurde ich im zentralen Mittelfeld eingesetzt und das hat auf Anhieb irgendwie funktioniert und seitdem bin ich auf der Position zu Hause und so rum konnte ich aus einem sehr, sehr schwierigen Moment für einen Sportler, wenn er nicht spielt, etwas Positives ziehen und mich zurück in die Mannschaft kämpfen und die Geschichte ging dann weiter. Dann bist du auf einmal in der Startelf, dann wirst du auf einmal Kapitän und bis jetzt statt ein Jahr gehst du ins sechste Jahr und das ist etwas, was schwierig am Anfang war, aber im Endeffekt war es was Gold wert ist. Ja, und positiv ist ja natürlich neben der Geburt meiner Tochter, die im Aufstiegsjahr am 16.10.2015 zur Welt kam, natürlich der Aufstieg in die dritte Liga. Das ist unvergesslich. Also dieser Moment, wo viele Leute drauf hingelächzt haben, all die Jahre über alle Plätze dieser Republik gepilgert sind und immer wieder den Verein angestoßen haben und nie die Motivation verloren haben, denen das Gefühl wiederzugeben, unten auf dem Rathausplatz den Aufstieg zu feiern, wo uns wenige das zugemutet haben. Das war unbeschreiblich, in Worte nicht zu begreifen und für mich auch das höchste sportliche Gefühl, was ich erleben durfte. Und ich schaue mir immer wieder gerne die Videos an, wie die Leute da mitleiden, wie wir das Ganze erlebt haben. Aber man hat gesehen, wenn man da irgendwie zusammensteht und wirklich an etwas glaubt, dann schafft man wirklich Berge zu versetzen und das haben wir in der Tat geschafft und können uns über diese momentane Situation freuen. Ne, genau das ist es ja. Also wenn es das nicht wäre, dann wäre ich, glaube ich, hätte ich vielleicht schon aufgehört. Aber wenn ich jeden Tag die Leute beim Training beobachte, meine Mitspieler sind ja schon Freunde geworden mittlerweile, mit denen man über mehrere Jahre zusammen ist, ist ja auch nicht üblich, dass man mit 5, 6, 7 Leuten diesen Weg gehen durfte. Auch die Leute, die drumherum in der Geschäftsstelle, im Funktionsteam mit dabei sind. Das ist ja alles ein Bestandteil dessen, was wir erreicht haben. Wir fingen damals mit einer Herzenssache an. Das T-Shirt habe ich bis heute noch. Da sind wir an die Ostsee zum Campen gefahren, um sich kennenzulernen. Das Camp an sich war eine Katastrophe vom Wetter her, aber es hat sich irgendwo eingeprägt, weil da hat man versucht, einen neuen Zeitraffer einzugehen, eine neue Zeitrechnung. Und dementsprechend ist es toll, jeden Tag hier aufzustehen, sich auf den Trainingsplatz zu begeben. Man sieht auch, was drumherum alles passiert, wie sich das Ganze entwickelt. Und mein Bauchgefühl täuscht mich selten. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass man noch etwas erreichen kann, dass man etwas bewegen kann. Und das Feuer bei mir noch lange nicht aus ist. Ganz im Gegenteil, ja, es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Das, was gar nicht passieren darf allgemein, ist halt, dass irgendwie dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass hier mehrere tausend Leute ins Stadion pilgern. Also gerade das macht es aus, das macht den Verein aus, das ist die Tradition, das ist die Zukunft, die auch dahinter steht. Es wächst ja wieder was mit auf. Es werden neue Fanszenen irgendwo kreiert oder die Alten nehmen die Neuen mit auf. Ist ja wie bei uns bei der Mannschaft. Das ist einfach sensationell hier. Ich sehe es jedes Heimspiel, wenn man sich 3 Stunden vorher zum Brunchen trifft und zu unserem Ort fährt, wo wir dann zusammenkommen. Und da machen sich schon zahlreiche Fans auf dem Weg ins Stadion mit ihren Opa, Enkel,
Familien, Mädchen, Jungs. Das ist eine bunte Mischung, die einfach einen so viel Motivation gibt, wo du sagst, cool, die haben den Schall nie weggeworfen, die haben den nur zur Seite gelegt vielleicht und haben wieder Bock auf den Club, haben Bock wieder auf den Verein. Und die kommen ins Stadion, um uns nach vorne zu peitschen, um uns zum nächsten Sieg anzubrüllen. Und da kannst du einfach nur versuchen, dir das Hemd dafür zu zerreißen und den Leuten das wiederzugeben, dass die wieder einen Grund haben, hierher zu kommen und dass wir gemeinsam diesen Augenblick genießen.